Und das hier ist der neue Quetzal Butlus. Das ist jetzt die Variante mit dem Dominion Skin, die man ja aus dem Film kennt. Und der ist wirklich, wirklich riesig. Also ich glaube, jetzt kann man echt gut sehen, wie groß der eigentlich wirklich ist. Da unten ist ein Pteranodon. Der ist einfach ein Winzling. Sieht schon echt absurd aus, wie groß der ist, im Gegensatz zu diesem Aviarium. Es müsste eigentlich noch viel höher sein. Also das Model ist schon wieder wirklich richtig schön. Das sieht so unfassbar cool aus. Oh, jetzt landet er sogar hier drauf. Okay, das scheint dann auch zu gehen. Interessant, wie der so fliegt. Aber der hat halt auch echt nicht viel Platz, ne? Oh, jetzt geht er fressen. Auch eine sehr schöne Animation. Das ist ja echt insane. Da müssen wir mal kurz reinzoomen. Guckt euch mal den Größenvergleich an. Oh mein Gott, der Pteranodon ist so winzig. Das ist wirklich, wirklich krass. Und wenn der landet, dann wird auch richtig Staub aufgewirbelt. Jetzt geht er, glaube ich, was trinken. Sieht auch echt cool aus. Das ist jetzt nochmal eine andere Skin-Variante. Richtig schön am Kopf. Bunt der hier ist, das sieht echt toll aus. Also der braucht definitiv noch mehr Aviariumskuppeln, damit es einigermaßen gut aussieht. Das sind jetzt, glaube ich, schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und der ist immer noch viel zu groß dafür. Dafür, den muss man richtig viel Platz einplanen im Park, damit das gut aussieht. Aber der ist auch wieder komplett anders vom Skin. Das ist so schön. Und was für schöne Farben der hat. Und es gibt auch wieder mega viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir können auch mal kurz da reingehen. In die Ansicht. Dann seht ihr das mal. Also hier ist der Quetzal Quadlus. Und dann kann man natürlich hier auch den Skin wieder anpassen. Das hier ist dann das Dominion-Muster. Und das hier sind dann die Hauptfellfarben. Sind wirklich einige. Und dazu kombinieren kann man dann natürlich auch noch das Muster. Da gibt es dann auch noch mal einige Farben. Also das ist schon wieder echt krass, wie viele coole Skins der Quetzal dann mit sich bringt. Bin aber natürlich auch noch sehr gespannt. Oh, das ist noch eine Animation, die wir nicht gesehen haben. Das dürfte das Putzen sein. Hat sich gerade so ein bisschen den Flügel geputzt. Aber worauf ich zum Beispiel echt noch gespannt bin, ist, was der so angreifen kann, was der attackieren kann. Und ob der auch auf Landsaurier und so losgeht. Weil mit der Größe könnte der ja auch schon auf mittelgroße
Landdinosaurier losgehen, denke ich mal. Was macht der? Das sieht hier gerade ein bisschen absurd aus. Okay, den Pteranodon hat er richtig zerlegt. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall der neue Quetzalcoatlus. Falls ihr dann noch mal mehr Animationen sehen wollt, dann schaut gerne bei meinem Zweitkanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gehe ich dann noch mal ein wenig genauer auf die Animationen ein. Weil der hat mit Sicherheit noch sehr viele einzigartige, coole Animationen. Und das ist der neue Pyroraptor. Von dem haben wir ja schon einiges gesehen. Allerdings immer auch nur mit dem roten Skin aus dem Dominion-Film. Jetzt könnt ihr hier mal ein paar verschiedene Fellvarianten sehen. Also gibt es auch wieder ganz, ganz viele Farbkombinationen. Und das Fell ist auch wieder richtig hochauflösend hier bei dem Model. Man kann halt jede einzelne Feder sehen. Ich finde das so krass. Und ich finde auch die Kombination cool zwischen Fell und Federn. Ist wirklich richtig gut gemacht. Und da sieht auch jeder komplett anders aus von den Farben her. Das ist hier die Sozialisieren-Animation gewesen. Und jetzt geht es direkt zum Fressen über. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Er wurde jetzt sogar vertrieben beim Essen von dem anderen. Das war halt die Interaktion beim Fressen. Die gibt es ja auch zwischen den Dinosauriern. Aber das ist auch ein cooler Skin. So ein lila. Und das ist der neue Pterycinosaurus. Der hat echt einen bedrohlichen Schrei. Der sieht so unfassbar cool aus. Der hat so ein krasses Fell. Das ist echt nice. Dann guckt euch diese Klauen an. Das ist übrigens jetzt die Dominion-Variante vom Skin her. Das sieht auch richtig cool aus, wenn der so durch das neue Biom läuft. Dieser Schrei. Der ist so krass. Und der Skin sieht auch cool aus. Da kann man auch wieder sehr viel kombinieren natürlich. Ich zeige euch das nochmal schnell. Hier ist der Pterycinosaurus. Und auch hier hat man dann wieder super viele Möglichkeiten. Also das sind jetzt die Fellfarben. Hier gibt es dann auch den Dominion Skin. Und dann kann man auch noch eine Musterfarbe mit reinbringen. Alle Skins zu zeigen, würde, glaube ich, zu lange dauern. Ja, der ist jetzt so dunkelrot, beige. War schon fast lila eher, ne? Wo interagieren die jetzt miteinander?
Nee, okay, laufen wir aneinander vorbei. Was macht der da hinten? Oha. Ach, der trinkt. Okay. Das ist ja interessant. Der spießt sich ja so mit den Krallen in den Boden zum Trinken. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, und was passiert jetzt hier? Ach, wie süß. Der hat ihn ein bisschen am Kopf rumgepickt. War wohl die Sozialisieren-Animation. Hat leider nicht ganz den Kopf getroffen. Aber manchmal ist das ja so, dass die Animationen ganz bisschen verschoben sind. Also vielleicht sehen wir es auch nochmal, dass es dann richtig auch den Kopf berührt. Aber der Therizinosaurus, der ist schon wirklich was ganz Besonderes, ne? Das ist echt krass. Und die Sounds, die der von sich gibt. Ach, guck mal, jetzt sehen wir es nochmal richtig. Oh, wie schön. Das ist ja zuckersüß. Jetzt habt ihr gesehen, was ich meine. Also manchmal kommt es halt vor, dass die nicht ganz richtig platziert ist. Aber jetzt war es halt perfekt. Ich finde es auch cool, wie der seine Krallen gerade so eingeklappt hat. Jetzt frisst er hier was. Dafür hockt er sich auch hin. Und schaufelt das dann wirklich sehr niedlich mit seinen Krallen in seinen Mund. Aber ihr wollt sicherlich auch noch die Krallen im Kampf mal sehen. Werden wir jetzt gleich nochmal testen, würde ich sagen. Jetzt kann man auch das Fell nochmal richtig gut sehen. Weil die Sonne nochmal ein bisschen mehr rausgekommen ist. Das sieht wirklich richtig gut aus. Und da hinten seht ihr auch schon einen Majungasaurus. Die werden dann hoffentlich gleich mal aufeinandertreffen, der Teri und der Majunga. Oh, achtet mal auf das Auge, wie cool das aussieht, wenn er frisst. Wie viele Details in den Models von den Dinosauriern steckt, das ist wirklich beeindruckend. Oh, ich glaube, jetzt könnten die gleich hier aufeinandertreffen. Der Teri sieht wirklich furchteinflößend aus und ist auch riesig. Boah, das tut richtig weh, wenn der zuschlägt mit seinen Krallen. Aber der Majunga schlägt sich hier gut. Dafür, dass er viel, viel kleiner ist. Aber kriegt jetzt hier nochmal ordentlich eine gewatscht. Die Animation haben wir auch noch nicht gesehen. Der scheint auch im Sitzen sein Fell reinigen zu können. Und da hinten schläft er, glaube ich, gerade. Da mache ich mal kurz die Büsche weg, damit wir das nochmal sehen. Der ruht sich gerade aus nach dem schweren Kampf. Und jetzt schauen wir uns noch einmal zum Abschluss hier den roten Teri im Kampf an. Oh, das Geräusch, wenn er zuhaut. Das klingt so unfassbar böse. Ja, der Majunga ist jetzt sehr stark getroffen. Aber wehrt sich halt trotzdem noch, ne? Und er geht hier auch nicht drauf. Aber ich denke, ihr habt den jetzt mal ganz gut im Kampf gesehen, den Therizinosaurus. Und das ist der neue Dimetrodon. Der hat auch echt coole Skin-Varianten. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Kombinationen. Und natürlich auch den Dominion-Skin. Den gibt es auch. Aber sie sehen alle schon wieder so cool aus. Ich habe halt jetzt random eingestellt. Und ihr seht ja schon, wie viele verschiedene
Farbmuster und Varianten es da gibt. Und es gibt halt noch viel, viel mehr Kombinationen. Und die sehen alle richtig gut aus. Das hier ist dann nochmal die mega süße Sozialisieren-Animation von dem Dimetrodon. Finde ich es auch cool, dass sie so mit den Vorderbeinen auf den Fieder so drauf gehen. Das Segel sieht auch wieder krass aus. Man sieht jede einzelne Schuppe. Jetzt kommen aber viele hier futtern. Und im Hintergrund sprintet auch einer vorbei. Das finde ich auch so cool. Das sieht. Oh, der verfolgt so eine Ziege. Sieht halt aus wie so ein Komodo-Varan, wenn der sprintet. Schnapp sie dir. Oh Gott, kriegt der die überhaupt? Ich glaube, der ist gar nicht schnell genug, oder? Der macht bestimmt gleich schlapp. Er schreit schon hinterher. Die Ziege ist einfach schneller. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Wenn er schon keine Ziege bekommt, dann ja vielleicht ein Homalocephale. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er schafft, den zu fangen. Oh, der hechelt aber auch schon ganz schön. Aber auch hier ist er echt langsam. Und er gibt auch auf. War krass. So sieht's aus, wenn er schläft. Da finde ich auch voll cool, wie sich das Segel so bewegt bei jeder Atmung. So, das ist jetzt aber der letzte Versuch, den wir uns angucken. Oh, es könnte klappen. Und er hat es geschafft. Perfekt. Dann haben wir das auch mal gesehen. Das war jetzt die Kill-Animation gegen den Homalocephale. Bei der Ziege sieht es wahrscheinlich dann ähnlich aus. Hier meistens die gleiche Animation. Auch hier gönnt er sich nochmal ein schönes Stück. Und das hier ist die neue Dreadnoctus-Variante. Also kein ganzer neuer Dinosaurier, aber ja, ein neuer Skin und ein neues Model. Und da habt ihr auch direkt den Vergleich. Das hier ist das alte Dreadnoctus-Model. Der sieht schon komplett anders aus, auch von der Körperhaltung. Ich glaube, der ist auch größer. Also von der Höhe natürlich nicht, weil der hier den Hals ein bisschen höher trägt. Aber von der Länge und so her ist er definitiv viel länger. Schaut mal hier den kurzen Schweif an. Und dann hier, wie lang der hier ist. Ist halt auch die Dominion-Variante aus dem Film. Also links ist die neue Variante, rechts die alte. Gucken wir uns den nochmal ein bisschen von näher einmal an. Oha, so nah auch nicht. Was für mächtige Beine der hat. Richtig krass. Und der andere hat ganz andere Beine. Der hat so viel längere und dünnere Beine. Oh, da frisst er auch gerade.
Und dann haben wir auch noch eine neue Giganotosaurus-Variante. Die darf natürlich nicht fehlen. Ist ja ein Dominion-DLC und da spielt der Giga natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und der sieht halt auch komplett anders aus als der Standard-Giga aus dem Spiel. Der hat einzigartige Animationen. Und der hat, glaube ich, auch einen neuen Schrei. Also ist quasi wie eine neue Spezies. Die Zähne sehen ja richtig böse aus. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. Oha. Das ist echt ein cooles Model. Ich zeige euch gleich natürlich auch noch den Vergleich zu dem normalen Giga aus dem Spiel. Der sieht schon echt richtig böse aus. Ist auch voll vernarbt hier. Hier sind Narben, dann fehlen ja auch so ein paar Stacheln. Und der Standard-Giga, der müsste auch hier vorne sein. Da ist er nämlich. Dann seht ihr den Unterschied mal. So, jetzt treffen die beiden Gigas aufeinander. Das ist auch interessant. Jetzt seht ihr den mal nebeneinander. Aber weiß gerade selber nicht, was er machen will. Oh, da frisst er jetzt. Das hier ist übrigens auch eine neue Animation. Die hat der alte Giga nicht. Der alte Giga schluckt die Ziege, glaube ich, einfach nur so runter. So, jetzt könnt ihr mal vom alten Giga die Animation sehen im Vergleich. Ach doch, der stößt sie auch so um. Okay, das wusste ich gar nicht. Also ist das gar keine neue Animation. Dann war ich hier voll auf dem Holzweg. Dann habe ich euch gerade Mist erzählt. Aber dann haben wir das auch mal rausgefunden. Und dann haben wir auch noch einige neue Skins bekommen. Unter anderem zwei Stück für den Rex. Das hier ist jetzt die gefiederte Variante. Mit schönem Fell oben. Der sieht richtig cool aus. Ich mag ja sowieso gefiederte Dinosaurier sehr gerne. Und wenn wir jetzt einen gefiederten Rex haben, das finde ich schon nice. Aber wir haben auch noch eine weitere Variante, das ist nämlich die vernarbte. Die sieht man ja auch im Dominion-Film. Jetzt geht die Musik richtig ab. Richtig krasse Narben hier. Hier oben auch am Hals. Aber die gefiederte finde ich dann schon nochmal um einiges cooler. Einfach weil ich da großer Fan von bin. Und außerdem haben wir noch drei neue Parasaurolophus-Skins. Einmal diesen hier in braun-weiß, beziehungsweise schon so ein bisschen rötlich. Dann da hinten ist der nächste. Auch eher so in so Brauntönen gehalten. Und dann auch noch hier vorne einen blau-weißen Skin. Das sind auch die drei Varianten aus dem Dominion-Film. Die können ja auch schon gut rumschreien. Aber sie sehen auch alle sehr, sehr schön aus, die Skins. Ach, wie schön. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen neuen Dilophosaurus-Skin. Auch die Dominion-Variante.
Der sieht nämlich so aus von den Farben. Ja, den Fächer habt ihr ja gerade schon gesehen, wenn er den aufklappt. Und das waren jetzt alle neuen Dinosaurier-Varianten und Skins von dem Dominion Biosyn DLC. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ab morgen kommt übrigens das DLC raus, dann könnt ihr es auch endlich spielen. Und ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.